Willkommen bei Teil 3 von Debbys Tagebuch. Der Weltcup geht bei ihr zu Ende und jetzt bereitet sie sich auf die U23-EM im Trainingslager in Chiembaum vor. Der zweite Weltcup-Tag ist nun auch um und ich bin heute Vormittag den 200 Meter, Quatsch, den Zweier über 500 Meter ins Finale gefahren. Und ja, ich muss sagen, das war nicht so unser Rennen, das lief nicht so gut. Problem war, dass wir Seitenwind hatten und als wir in den Start schon eingefahren sind, hat der Starter relativ lange gewartet, bis er halt die Signale zum Starten gegeben hat. Und das Startsignal heißt ja Ready, Set, Go. Und als er Ready gesagt hat, wollte ich, weil wir halt durch den Wind so schräg getrieben sind, wollte ich uns nochmal gerade ziehen. Dadurch fing meine Zweierpartnerin auch an, wollte uns auch nochmal korrigieren. Und dann kamen die Signale aber so schnell hintereinander, dass wir dann gekippt sind, als Set war. Und dann, als losging, waren wir halt nicht bereit. Und ja, es ist ein bisschen blöd gewesen, weil wenn man den Start verhaut, dann fährt man halt im Prinzip das ganze Rennen so hinterher und versucht, die verlorene Zeit irgendwie wieder aufzuholen. Und lässt sich das Rennen halt so ein bisschen aufdiktieren. Wir sind Fünfter geworden, das ist okay. Wie gesagt, es war nicht so unser Rennen. Aber wir haben uns beide gesagt, es kam ja jetzt auch nicht so drauf an, dass wir hier sonst wie ein tolles Rennen fahren. Bei uns ist es in 4 Wochen bei der U23-Europameisterschaft dann wichtig. Und es war das erste Mal, dass wir zusammen eine volle Belastung gefahren sind und ist ausbaufähig, aber ja, wird noch in 4 Wochen. Nachmittags sind wir dann nochmal in den Vierer gestiegen, weil wir morgen früh als erstes um 10 im Viererfinale fahren. Da gab es keinen Vorlauf und keinen Zwischenlauf, weil so wenig Boote gemeldet sind. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil wir auch gern in dem Boot nochmal eine volle Belastung gefahren wären und uns ein bisschen eingefahren hätten. Ja, das Ganze heute Nachmittag hat nicht ganz so gut funktioniert, aber ja, man sagt ja immer, wenn die Generalprobe schief geht, dann läuft es bei der Aufführung umso besser. Deswegen hoffen wir morgen. Wir rechnen uns jetzt aber auch nicht so viel aus, weil wir halt auch ja gegen die starke Konkurrenz fahren und das Boot, also es ist ein deutsches Boot gegengesetzt und da sind 3 Olympiateilnehmer vom letzten Jahr drin. Also ich denke nicht, dass wir die schlagen können, aber wir wollen uns halt so gut wie möglich verkaufen, wollen so ein bisschen zu uns finden, ein bisschen Erfahrung sammeln. Und ja, gucken, was dabei rumkommt. Knapp eine Stunde danach bin ich morgen auch nochmal im Zweier dran. Über 200 Meter. Das ist auch direkt Finale. Und da freue ich mich richtig drauf, weil 200 Meter, das ist ja ohne Taktik, das ist einfach nur einmal runtergehämmert. Und ja, da habe ich Bock drauf. Das wird cool. Hallo, ich bin mal wieder in Chiembaum. Wir bereiten uns hier auf die U23-Europameisterschaft in Poznan vor. In Poznan waren wir auch vor 2 Wochen schon und haben dort einen Weltcup bestritten. Ja, der war sehr gut eigentlich. Ich bin mit meiner Zweierpartnerin Zweite über 200 Meter geworden. Das war richtig gut. Wir haben den Start einfach sensationell gut erwischt. Unser Trainer hat schon von Schummelei gesprochen, aber es geht ja nicht mit dem Start schon. Da kann man ja nicht bescheißen. Von daher muss man sagen, wir haben es einfach super gemacht. Und der zweite Platz ist schon echt eine super Leistung gewesen. Im Vierer sind wir knapp Vierter geworden. Das war ich auch ganz zufrieden mit, weil vor allem, das war das erste Rennen, was wir zusammen gefahren sind und ich war überrascht, wie viel Kraft im Endspurt nochmal kam. Also man musste halt ausprobieren, durch das Rennen weiß man jetzt, dass man auf der Strecke halt ein bisschen härter fahren kann. Also ja, es war ein gutes Rennen. Es ist natürlich ärgerlich, dass es knapp der Vierte und nicht knapp der Dritte war, aber mal gewinnt man, mal verliert man, so ist das halt. Ja, jetzt bereiten wir uns hier halt auf die Europameisterschaft vor. Und die Strecke in Poznan haben wir halt ausgetestet. Ganz optimal ist sie nicht, aber es ist ganz gut. Wir haben hier auch nicht so die optimalen Bedingungen zurzeit. Ist immer relativ windig. In Poznan ist das Problem, dass dort auch halt es oft sehr windig ist und viele Wellen dadurch, weil das unten alles einbetoniert ist. Und es gibt auch keinen Einfahrkanal extra, wie ich dachte eigentlich Pflicht ist für internationale Strecken. Sondern da fahren die Sportler, die hoch zu ihrem Rennen fahren oder nach dem Rennen sich noch ausfahren, fahren direkt neben der Strecke und machen Wellen. Das ist halt nicht optimal, aber wie gesagt, wir haben hier auch keine 100% optimalen Bedingungen. Wir können das ein bisschen trainieren und ja, wir können das ja. Wir haben es im Vorland beim Weltcup bewiesen, dass wir auf der Strecke fahren können und mal schauen. Ich bin mit 2 anderen Mädchen hier noch im Zimmer. Das ist ganz cool, weil wir haben hier quasi eine richtig kleine Suite. Wir haben ein extra Wohnzimmer, was halt in Chiembaum nicht so eigentlich nicht so ist. Und dann ein extra Zimmer, wo wir drin schlafen. Das ist ganz gut, weil zu dritt kann man sich halt auch schnell mal auf die Nerven gehen und dann kann man sich auch mal aus dem Weg gehen oder wenn jemand eher schlafen gehen möchte oder so. Und die anderen möchten noch Fernsehen gucken. Das ist ganz gut und wir verstehen uns alle ganz gut. Lagerkoller gibt es noch nicht und ja, mal schauen, was noch so kommt. Hallo, mein Name ist der Bubanin.
Wie nochmal eine bitte? Das geht gut. Oh, jetzt war geblendet. Die Ungarinnen auf Position 4 zurückfahren. Die Hälfte des Ganzes zurückgelegt und das Rote klar auf den Medaillenkurs, war es in der zweiten Stunde des Veranstaltungsabschnitts ab. Ah ja, das ist ein schöner Reihenkampf, der sich jetzt hier entwickelt hat. Die Polinnen immer nach vorne. Guten Morgen, wir haben es jetzt 6 Uhr. Und ich werde jetzt meine erste Trainingseinheit anfangen. Das muss man dazu sagen, dass ich das freiwillig mache, weil ein paar Mädels gehen halt immer früh vom Frühstück noch laufen. Jetzt gerade weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum ich das mache, weil ich ganz schön müde bin. Aber naja, im Zweifelsfalle immer alles für die Bikini-Figur. Ne? Nach der Vorbereitung folgt bald die U23-EM. Schaltet doch nächsten Samstag wieder ein und seht mehr. Bis dahin, schaut euch doch mal diese Videos an.